Da sind wir schon wieder. Danke, Mora. Wie? Gerade rechtzeitig. Dankeschön. Du siehst aus. Gut, siehst aus, oder nicht? Spring. Goro, wenn du springen willst, denk dran. Es gibt Hotlines für solche Situationen. Das ist nicht witzig. Die Parade beginnt bald. Ich habe auch gerade Daten angepasst. Ich rate dir, sie auch anzusehen. Okay. Zum einen funktioniert die Malware sogar viel besser als erwartet. Unsere Augen und Ohren sind im Wachraum. Ich habe die Kameras geprüft und weiß, wo die Scharfschützen sind. Es sind drei. Du musst sie alle ausschalten, ehe sie mich ausschalten. Du kommst über viele Wege an sie ran. Der erste ist in der Nähe, sollte leicht sein. Der zweite ist schwieriger, du wirst klettern müssen. Der dritte versteckt sich auf der Fußgängerbrücke über der Straße. Wir sind hier. Hanako-samas Wagen wird hier beim Notausgang halten. Den benutzen wir, wenn alles vorbei ist. Von diesen Punkten hier hast du einen guten Überblick. Aber die Scharfschützen sehen noch besser. Wenn sie dich sehen, peng. Bye-bye, Dieb. Falls das gefährlich klingt, denk dran, dass ich auf den Wagen springen, reinklettern und Hanako-sama treffen muss. Das Letzte fürchte ich am meisten. Alles verstanden? Bist du bereit? Warte, falls alles den Bach runtergeht, gibt's einen Plan B? Was glaubst du denn? Man beschuldigt mich des Verrats an Arasaka. Obendrein schlage ich mich zur Schwester des CEOs durch. Es gibt keinen Plan B. Dieser muss klappen. Okay. Die Frage ist, bist du bereit? Ich schon. Die Frage ist, bist du's? Es ist mein Plan, oder nicht? Vergisst du da nicht eine Kleinigkeit? Deinen Kumpel, oder? Oder hat die Ehre. Er wird es nicht wagen, die Hand gegen mich zu erheben. Vielleicht, bis du ihm und Hanako auf den Kopf fällst. Das ist wahr. Instinkt und Reflexe gewinnen in solchen Momenten oft die Oberhand. Also? Also hoffe ich, ich bin immer noch schneller als er. Pass auf dich auf, Goro. Ich würde gerne noch meinen Schaffschutz dafür anbauen. Vielleicht kann ich den Sniper ja so killen, aber auch cool. Ich sah Charlie drauf. Bin in Position. Die Wagen fahren jetzt los. Sei vorsichtig, sonst schicken sie Arasaka-Drohnen. Und ich habe einen Netrunner in der Arasaka-Uniform gesehen. Versteckt sich hier. Okay. Okay, bin bereit. Dann fangen wir an. Du bitte musst Wegbeschreiber? Die Schützen erreichen, ehe Hanako-samas Wagen auftaucht. Okay. Frage. Inventar. Scharfschützengewehr. Shit. Hat sich erledigt mit dem Schalldämpfer. Bei Aufsätze? Nope. Ich glaube, das ist zeitlich begrenzt hier. Rush mal durch. Ich würde mich gerne umgucken, aber ich glaube, das wird nichts. Das wird richtig scharf. Du solltest nicht mal hier. Du bist nah dran. Er ist gleich vor dir. Er hat die Leute im Blick. Ist abgelenkt. Der wird gar nichts merken. Da war eine Bombe. Scheiße. Ich hab's gerade noch gesehen. Shit, man. Uff, bald. Bild?
Lauf schon mal los. Ey. Kann ich jetzt? Ich bin in Position. Die Wagen fahren jetzt los. Oh Mann! Vorsichtig, sonst schicken sie Arasaka-Drohnen. Und ich habe einen Netrunner in der Arasaka-Uniform gesehen. Versteckt sich. Okay, bin bereit. Dann fangen wir an. Du musst die Schützen erreichen, ehe Hanako-samas Wagen auftaucht. Was für Zwischenspeicher? Das wird richtig. Hat sich Katzen nicht mehr gehört. Du solltest nicht mal hier sein. Geh wieder rein. Los! Komm schon, Jesse. Hör schon, jetzt los. Der Zugangspunkt ist sowieso sicher. Aber überall. Meine Fresse. Du bist nah dran. Er ist gleich vor dir. Er hat die Leute im Blick. Ist abgelenkt. Der wird gar nichts merken. Ah, nett. Ach, ja. Patrouille, Position halten. Balkon, zweite Etage. Frau in Rot, womöglich bewaffnet. Goro, ich habe den Näheren erledigt. Jetzt springen auf den Balkon. Fuck, das war so nicht geplant. Mit dem grünen Pfeil. In den Fahrstuhl. Geh über die Brücke auf die andere Straßenseite. Ich hab mit dem Scharfschützengewehr dem kurz die Birne weggeballert. War so gar nicht geplant, sorry. Bist du bescheuert? Die haben Tom umgebracht. Balkon? Seine Leiche einfach nicht raus. Ohne Leiche. Nee, das ist wichtig. Oder redet mit jemandem. Ich verlinke dich, damit wir weiter zuhören können. Noch einmal, die Sicherheit ist unzulänglich. Hier erfüllt keiner unter der Norm. Hanako-sama sollte nicht hier sein. Stellst du Yorinobus Befehle in Frage? Mach deinen scheiß Job. Verstanden. Over and out. Genau wie erwartet. Oder ist hier. Ich melde mich, wenn ich was Neues weiß. Hey, die Robosau kenne ich. Adam Hackfresse Smasher. Der Typ, der dich gekillt hat? Typ, der Wichser ist kaum noch Mensch. Aber weißt du was? Gut, dass er hier ist. Warum gut? Ich bin schon in der Welt ohne Saburu aufgewacht. Muss ich halt mit Smasher Vorlieb nehmen. Vorlieb nehmen? Du hast doch nichts zu verlieren. Okay, okay. Dann eben wir. Dein Finger am Abzug, schon klar. Versuch, den Wartungsbereich zu erreichen. Von dort kannst du hochklettern. Das Ding sieht nicht gerade stabil aus. Sicher, dass Takemura dir nicht ein kleines Upsi eingebaut hat? Fuck! Ich wäre fast gestürzt! Sei vorsichtig! Du darfst nicht auffallen! Hab ich doch gesagt. Oh, was haben wir da für ein Lesen? Irgendwie musst du runterkommen. Sei vorsichtig. Das machst du gut. Vorsichtig. Ich brauch dich lebend. Oh. Ist das nicht? Okay, warte mal kurz. Das ist Schrott. CD. Shit. Speichern kurz. Snapsen Burnout. Mein Vater, diese Worte sind nicht für seine Freunde, Familie nicht. Reicht er zum Glück aus? Sondern für seine Feinde. Und es ist kein Zufall, dass ich ihn in dieser Stadt ausspreche. Denn vor 50 Jahren zeigten unsere Gegner hier in Night City ihr wahres Gesicht. Ein feiger Terror, der 4000 Menschen das Leben kostete. Alles andere, Arasaka Corporation.
Okay. Alles Einwohner von Night City. Der Arasaka Tower bröckelt. Und doch. Doch erhebt sich seine Spitze nach wie vor über den Dächern dieser Stadt. Er thront mächtiger und beständiger als je zuvor. Gut, speichern. Ich bin gerade ruhig. Konzentriere mich, dass ich nichts mehr sehe. Macht das nur noch schlimmer für dich. Komm einfach raus. Richtete sich gegen seine Herren, die wir alle teilen. Ah, okay, es war ein anderer, okay. Verstanden, Hochstand. Scanne das Gebiet. Wie war's töten? Ziel erledigt. Das hört man gern. So. Am Ende des Raums findest du eine Tür zu einer Treppe. Ja. Sie ist die kürzeste Route zum nächsten Schützen. Er ist... Ach man, ich bin dumm. Ich gebe Bescheid. Ich will nur kurz Geld sammeln. E9, 1C, 7A. 7A. Dann nochmal E9 und dann 1C. Könnte ich auch machen. Perfekt. Ich will so ein bisschen Geld sammeln unterwegs. Der arme Schlucker, ihr wisst ja. Wie? Oder spricht wieder? Hört zu. Mitteilen, dass die Waffen... Sicherheit befestigt. Er sei ganz problemlos in der Lage, seine Leute zu schützen. Frag deinen Boss, was ihm lieber ist. Das Arasaka-Image oder seine Schwester. Alles ist unter Kontrolle. Wir werden angegriffen. Scheiße, ich hab's gewusst. Da ist was. Es war so klar. Ich dürfe halt nichts mitkriegen, Mann. Ich habe schon halber gedacht, ich komme so zu safe hoch, das passt nicht, da müssen noch andere sein. Hast du gerade schon halber gedacht? Deswegen wollte ich gerade anpingen. Frag deinen Bus, was ihm lieber. Das Arasaka-Image. Alles ist unter Kontrolle. Over and out. Hörst du das? Sie wissen etwas. Vielleicht viel. Wir müssen uns bereiten. Speicher mal kurz. Das war safe nicht leise. Ich kenne die nicht anpingen. Benutzen. Verlinken kurz. Stress-Upgrade. 1C. Wir können da aber 55 machen. 7A. 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 E9. Und dann auf 1C rüber. Das ist schon mal, so geht. 9, 1C. E9, 55, BD. Das war falsche Reihenfolge. Ja, verkackt, egal. Speichern mal kurz.
Versuch, den Wartungsbereich zu erreichen. Von dort kannst du hochklettern. Und wenn das nicht klappt, dann kannst du über die Brücke zu deiner Rechten. Achte auf die Wagenjets. Halt den Kopf unten, sonst wirst du gebraten. Warte, ich bewege jetzt mal wieder. Ach da, hier. Scharfschütze. Ja, hier hoch. Auf 5. Nein, sonst wäre ich gebraten als Geister. Oh, das ist schlecht. Ich mag nicht gebraten werden. Balkon. Ah, Foyer. Ja. Oh, ja, 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 ja. Der zweite war noch entspannt. Der dritte ist gerade ja. Meter, sehr schön. Wo geht's noch? Ja, dann könnt Burnout verpassen. Das ist halt. Macht die Sache gerade nicht entspannter. Kannst ja laut anpingen, das ist halt auch eine Scheiße. Und tschüss. Schütze auf der Fußgängerbrücke. Jupp, hab ihn. Roger, in der weißen Jacke. Positiv. Oh, scheiße, da war das Ding, was er gesagt hat. Gut. Und da ist etwas explodiert. Und wir sind dezent gestorben. Natürlich, ja, komm, ich hasse es halt, dass ich gerade auf die Scharfschütze Dingsruf machen kann. Als gerade wissen, wie wir da rankommen. Schärfen, ja. Wurden sie abgezogen? Aufklärung erforderlich. Puh, das wäre erledigt. Ja, offensichtlich. Gut gemacht. Kann ich ihn mitnehmen? Ein Problem bleibt noch. Und zwar? Arasakas Netrunner. Sie hat die Kontrolle über alle Netzwerke. Du musst sie erledigen. Okay. Sonst können wir den Wagen nicht übernehmen. Gut, erstmal wieder Stressabbau. E9, 1CC. E9, 1CC. CC. 55, 1C. Traumhaft, ging aber richtig cool. Wir haben alles abgrätscht. Sie versteckt sich in einem unfertigen Wohnhaus in der Nähe des zweiten Scharfschützen. Okay, bin unterwegs. Das heißt, ich muss wieder hoch, verarsch mich nicht. Mach das Ding jetzt mal weg. Speicher mal kurz. Ich sneak mich hier jetzt mal vorbei, dezent. Leute. Cooler Drache. Mwah! Takemura! Drache!
speichere hier mal kurz. Wäre nicht zu einfach, wenn da jetzt einfach niemand mehr wäre. Oh, scheiße, nicht gut. Oh, nicht jetzt, Mann. Das kann ich jetzt gerade echt nicht brauchen. Jetzt wie? Ich habe Ihre Aufmerksamkeit. Link rausziehen. Bin dabei. Bist schon zu lang online. Zeit für eine Pause. Fuck! Oder? Natürlich bist du hier. Ich hab dich gefahren. Achte auf die Entfernung. Halt dich von der Klinge fern. Ja, ich merk's gerade. Du lässt mir keine Wahl. Du wirst aufgeben, die Stadt verlassen wird. Unter Kimura zu Teruka. Wie lange noch? Hallo! Achtung! Er will die Tarnung aktivieren. Achte auf Lichtstörungen. Ja, ja, ich brauche nur kurz eine andere Waffe. Das ist schon meine eigentliche Knarre. Zeit. Alter, ich bin Katana-Man! Ich lach das nicht! Oh, es ist ja erledigt, das reinigt! Tut ihn nicht! Du spielst? Statusbericht! Ich konnte ihn! Oder ist er tot? Er atmet! Noch! Bitte weh! Lass Gnade walten! Jetzt sollte uns nichts mehr im Weg stehen! Na los, Mann! Weiter. Takemura, du hast Schnärfe, Alter. Er ist immer mein Untergang ist. Ich hack erstmal 55. 7a brauchen wir. 1C hätte man der Reihe. Dann B, D haben wir dann nicht. 55, 7a. 55, 7a, bitte. Dann machen wir 55E9. Das ist ein Scheiß. 55E9, E9. 55 7A 1CBD. Okay, 55 E9, E9. Ich glaube, einer schreibt schon geil mit Hans. Gut, verlinken. Okay, sehr gut. Online und im System. Hanako ist drin. Was macht sie? Glaub, sie ruft irgendwen an. Versuch zuzuhören. Denk dran, den Alarm auszuschalten. Sonst komme ich nicht rein. だと報告されたの。織田とも連絡が取れないし、何か変だわ。パレードを中止すれば弱さを露呈したと思われる。弱さは誰の？あなたの。俺たちだ。私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため。 操り人形になるためじゃないわ。この見せ物ではみんなに役割がある。美智子は文句を言ってないぞ。だがお前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。
お前の安全が第一だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがとう、花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。ゴホ、alle Systeme down, jetzt oder nie。父様。花子様。あなたは。お許しを、どうか話だけでもお聞きください。サブロー様は死のことを口にしないで。これが俺にできる最後のご奉仕なのです。サブロー様の死について真実を明かすことは。花子様、ブレイを働きたくはありません。しかしリー、ラウフ。Scheiße, Scheiße, Scheiße! Er hat sie abgeknallt? Was immer passiert ist, wir sind gefickt. Ich wusste, der verrät uns. Wie war das noch mit der kurzen Leine? Oh Mann. Wie? Bist du in Sicherheit? Ja. Vorerst. Hast du den Verstand verloren? Keine Zeit für Erklärungen. Wir müssen uns treffen. Er hat sie nicht getötet, er hat sie betäubt. In einem verlassenen Wohnblock. In der Vine Street. Zweiter Stock. Apartment 303. Klopfe viermal. Schnell. Abgebrochene Rippen. Sergej Karasinski hat angerufen. Er ist eine Solo. Der handelt eher... Sorry, Mikael, er nachdenkt, wie mein Mann. Das ist eine Eigenschaft, die er früher oder später ihm dasselbe Ergebnis einhält. Ärger. Zu unserem Glück handelt Sergej nicht nur unüberlegt, sondern schiebt auch eine Mordspanik. Deshalb bezahlt er gut und das Geld fliegt quasi von seinem Konto auf unsere. Sergej wartet an der Silk Road auf dich, trifft ihn dort und holt das kleine Friedensangebot ab, das er an die Tiger Claws geliefert haben will. Er selbst kann es nicht abgeben, da er sich seinen Ehrenplatz auf ihrer schwarzen Liste eingegangen hat. Na, der Typ macht. Der Gute glaubt, dass das Geschenk den Tigers zur Einsicht verhelfen wird. Oh Gott, das glaube ich nicht. Wird, damit sie ihn welchen Fehler verzeihen. Okay. Oh Mann, der hat sie nicht abknallt, ist so betäubt und so sie gekidnappt. Sehe ich so okay aus? Wir gehen gleich live. Gibt es den Versteck? Ja, das will ich aber echt wissen jetzt gerade. Hat die, oh, da hat die aber echt wissen. 3, 2, 1. Hier ist Gillian Jordan von N54, live aus Japantown, wo während der heutigen Gedenkparade zu Ehren Saburo Arasakas eine Panik ausgebrochen ist. Augenzeugen sprechen von einer Schießerei auf einem Rettungswagen. Der Wagen soll angeblich... Schade, wir können es nicht abknallen, ich hab's probiert. Wakoko Okada, ich gebe dir nur selten zu, einen Fehler gemacht zu haben, aber heute ist eine Ausnahme. Ich habe dein Schlosszeit unterschätzt, deine Takamuras. Ich bitte aber darum, dass mein Name in dieser Geschichte nicht erwähnt wird. Natürlich beruht das auf Gegenseitigkeit. Finde ich gut. Das Gefühl mich, uns haut's gleich um. Ab ins Speicherhaus. Jesus. Ja, wir gehen ja kurz mal auf den Weg lang. Geht's wieder, Mio? Ui. Das war nicht geplant! What the fuck is going on? Ich wollte es nicht! Ich wollte runterspringen und er bringt jemanden um! Bist du dumm? Oh. Achso, wir sind im Kampf, das kommt sehr von auf. Wir haben vier Nachrichten, ich muss die gut lesen. Ich wollte da runterspringen, der Kühe tötet jemanden, ist der blöd. Takemura. 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 Viermal klopfen, pass auf dich auf, dass niemand folgt. Viermal, bitte benötige. Bestätige mir, dass du es verstanden hast. Viermal verstanden. Alter, ich bin noch nicht hirnamputiert. Noch was? Hervorragend, man kann nicht vorsichtig genug sein. Denk dran, viermal. Ich mach noch dreimal draus. Richtige Spaßalarm und der explodiert auf einmal. Lol, das wär's. Oh. Oh. Wollte gerade sagen, bestimmt der Auto. Dass mir niemand folgt, mach ich das Beste. Ich spring ins Wasser und spüre irgendwo hin. Ich glaube, da kommt mir keiner hinterher. Alles fällt dann auf.
Ah, noch viel Höhlenzeuge? Okay, 344, wir können ein bisschen schönerisch sein. Sag mal auch mal. Ach, da lang. Ich glaube, es wird mir niemand. Bin unauffällig. Doppeljump ist nicht auffällig. Ist auffällig? Oh. Nee, ich habe einen Standard hier. Das darfst du nicht vergessen. 250 Meter noch. Wie kann ich nicht so schnell. Okay, ich weiß nicht mehr, wo er war. Ich denke mal, ich kriege eine Nachricht, wenn ich das Bödelböhm höre. Oh mein, oh mein, oh mein. Takemura, Bruder, ey. Was hast du gemacht? Ich habe kein blödes Gefühl bei der Sache. Ja, Athletik verbessert. Wundert mich nicht. Ich renne hier rum wie so ein geisteskrankes. Wie so ein geisteskrankes Rennrad. Da kann ich auch springen, ne? Aber hauen wir unsere Dings wahrscheinlich jetzt auch hoch. Na gut, ich speichere mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Cyberpunk 2077. Tschüss.